Alles zu Chapter 2 in Rainbow Friends, heute hier. Freunde, ich hab da Sachen ausgegraben. Die glaubt ihr nicht. Es sind Games entstanden, die auf irgendwelche Dinge hinweisen. Es ist wirklich mega verrückt. Und lasst Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt eure Meinung zu Chapter 2 gerne in die Kommentare. Dinges Küsschen. Let's go. Wären wir wieder. Ich will mal ganz kurz einen Blick in den Shop reinwerfen. Ich sehe gerade einen Spielzeugziegel, der ist legendär. Kostet 1600 Diamanten. Ich habe jetzt erstmal nur 880. Finde aber irgendwie die Reifen ziemlich cool. Aber der Regenbogenpixel ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich werde mir den mal, glaube ich, kaufen. Damit wir den ausrüsten können. Und damit macht es, glaube ich, schon ein bisschen mehr Bock, sich so zu verstecken. Wir gucken einfach mal rein. Jetzt werden wir in den verdammten Sumpf gezogen. Ich weiß gar nicht, wo wir da sind. Wir können gerne nochmal ein Story-Video machen, wenn ihr Bock habt. Hashtag Story auch nochmal in die Kommentare rein, wenn ihr ein Story-Video über Rainbow Friends sehen wollt. Wir finden uns jetzt hier in einem verlassenen Komplex. Alle sind jetzt da. Und keiner weiß warum. Es spricht jemand mit uns und sagt, wir müssen diese Steine da platzieren. Ne? Und die sind jetzt weg. Meine Blöcke sind umgefallen. Das hier ist der Wissenschaftler. Den sehen wir so noch nicht. Den werden wir erst am Ende sehen. Aber er sagt uns die ganze Zeit, was wir tun sollen. Und jetzt sind wir halt am Stissel. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Weil wir jetzt die ganzen Blöcke einsammeln müssen. Ich nehme jetzt hier den ersten mal direkt mit. Wir haben hier Blue als First Enemy. Direkt hinten dran. Oh Gott. Muss mal hier runtergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Blue ist da! Kletter die verdammte Leiter hoch! Boah! Das war richtig knapp, Leute. Okay, es geht hier auf jeden Fall schon gut los. Blue war hier am Start. Aber kein Problem. Ich denke, wir kommen da noch ganz gut weg, ey. Das war auf jeden Fall gerade richtig knapp. Drei Blöcke haben wir auf jeden Fall so schon gefunden. Das wäre Nummer 4, Nummer 5 plus Nummer 6. Netter Versuch. Erzieh dich, Mann. Man kriegt halt Münzen dafür, was man hier alles findet. Und ich kenne mich ja hier mittlerweile schon relativ gut aus. Habe jetzt auf jeden Fall auch schon 7, fast ein Drittel von allen. Und je schneller wir abgeben, desto weniger Leute verlieren wir auch. Ich werde jetzt direkt mal zum Theater rennen und den ganzen Lachs mal abgeben hier. Oh Gott. So, da haben wir auf jeden Fall die Steine, die wir abgeben müssen. Ich habe direkt mal 7... oder 6, glaube ich, reingepackt. Und wir hören Blue jetzt hier auch wieder. Das Ding ist, dieses Spiel hat so mehrere Nächte und da ist noch ein Stein, dann ist hier bestimmt noch einer, genau. Und wir müssen halt versuchen, diese Nächte zu überleben. Wir können uns halt so einen Karton übersetzen, den finde ich auf jeden Fall irgendwie schon ziemlich cool. Und man kann mit den eingesammelten Sachen jede Nacht, kriegt man halt so Gold, ne? Und natürlich auch fürs Überleben bekommt man auch noch mehr. Und dadurch können wir uns halt ordentlich was leisten. Wir haben jetzt hier relativ viele Leute in dem Spiel selbst drin. Das fühle ich gar nicht. Weil das dauert halt immer, bis die alles abgegeben haben und so. Okay. Wir gehen einfach mal hier nach oben. Das Wasser ist ja aber alles entspannt. Es gibt hier tatsächlich noch das Hideout von Orange. Also hier versteckt sich Orange in diesem Hideout. Und der kommt halt später in der dritten Nacht. Läuft dann hier random über die Map und ist wirklich ein ganz ekliger Dude. Jetzt nur mal gucken, wo Blue ist. Oh, der erste ist schon tot. Ein einziger Stein fehlt noch. Weiß halt nicht, welcher Crank jetzt hier schon wieder diesen Stein nicht mitgenommen hat, aber die haben den sehr gut. Jetzt müssen nur noch alle die restlichen Steine abgeben und dann sind wir auch schon in der nächsten Nacht. So, einen haben wir hier abgegeben. Was ist mit den anderen Steinen? Das wissen wir nicht. Okay. Oh, oh Gott! Da ist Blue. Irgendjemanden tötet den gleich, glaube ich, oder? Ich bleib hier einfach stehen. Ich bleib hier einfach stehen. Hallöchen! Oh Gott! Ich hab Blue extra. Extra dahin gezogen, ne? Man kann vor ihm weglaufen. Ja. Der erste ist tot. Der hatte auch die Steine, Leute, glaube ich, oder? Irgendjemand hat noch. Irgendjemand hat noch Blöcke. Ja. Der nächste ist tot. Ich sag's euch, Leute. Oh, was ist das denn? Habt ihr es gesehen? Der hat den Kopf abgebissen. Oh. Wir warten mal ab, bis der Typ die Steine abgibt.
Okay, nach Ewigkeiten, 50.000 Jahren. Hat der Letzte auch mal seinen Stein dahin gebracht? Ich habe echt ein bisschen gewartet und man sieht schon, ich habe schon gemeckert im Chat. Jetzt. In der Nacht 2. Kommt Green hier zum Vorschein und wir haben es jetzt mit 2 Leuten zu tun. Es wird auf jeden Fall deutlich schwieriger, aber... Auch diese Nacht werden wir ganz locker überstehen, denn Leute... Ich werde ein Experte für euch und wir gucken mal, wie viele tot sind. 4 Stück hat diese Nacht schon weggerippt. Ich habe leider keinen Veteranenstatus. Ich bin nämlich letztes Mal nicht durchgekommen, weil ich Dulli, glaube ich, nicht gekrochen bin. Naja. Bei Green ist das Problem... Er ist blind. Er sieht dich nicht. Du kannst vor ihm eigentlich easy immer weglaufen. Aber wenn du dich als Paket versteckst, Blue gleichzeitig auch da ist... Da bist du dead. Weil der isst dich auch, wenn du in so einem Karton drin bist. Ergo, man kann ihn nicht austricksen, aber man entkommt relativ easy von ihm. Er wird nur relativ häufig campen. Irgendwo ein bisschen chillen. Damit man, ja, halt lange warten muss und so. Aber das ist kein Problem. Okay, wir sind wieder in... Und es geht los. Wir müssen jetzt Foodpacks finden. Ich gehe direkt mal hier rüber. Weil ich die Route Richtung Tunnel eigentlich immer ganz gut finde. Hier gehen halt nicht so viele hin, wisst ihr? Und deswegen kann man sich hier... Was gehört? Was war das denn gerade? Irgendein ganz komisches Geräusch war, ne? Okay, die verstecken sich hier auf. Ganz entspannt. Du hast das Essenpaket hier vergessen, aber ist cool. Ich werde direkt mal das nächste mitnehmen. Plus, vielleicht, wenn wir Glück haben, noch eins. Also die 3 haben wir auf jeden Fall schon mal dabei. Der nimmt sich jetzt hier nochmal kurz ein paar Packs mit. Da ist nichts. Okay, bisher alles ganz cool. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück und gucken mal andere Rooms an. Ich will jetzt erstmal die ersten Pakete schon mal zurückbringen. Da ist noch eins. 4 Pakete habe ich schon. Da hinten ist noch eins. Oh, verdammt nochmal! Louis, hinter mir her! Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Nein, hat er nicht. Sehr gut. Ich habe noch ein Essen-Pack gefunden. Guck mal, ich habe schon 6 Stück, ne? So, wie viele haben die jetzt? Die geben mir halt auch nichts ab. Die überleben halt einfach auf unseren Nacken, kann man so sagen. So, mal schauen, wer... Oh, haben wir hier noch eins? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wir gehen mal weiter gucken. Es kann sein, dass noch das eine oder andere fehlt. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr drin. Wir müssen jetzt erstmal Essen-Packs abgeben. Die sind halt nämlich für Orange. Orange kommt dann in der dritten Nacht... Und tatsächlich... Weckt Orange sogar Purple, soweit ich weiß. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Meinung zu der Story mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da Informationen habt. Weil ich das sehr, sehr aufmerksam lese. Die machen hier sich einen richtig entspannen, ne? Die machen halt nichts, außer mit dem Karton hier zu chillen. Also solche Leute müssen eigentlich direkt gefressen werden. Sag ich ehrlich. Hashtag Zelt in die Kommentare rein, wenn ihr meint... Dass die auf jeden Fall gefressen werden sollten. Weil die da am Campen sind. Wisst ihr, die chillen da nur und machen halt nichts. Wie jemand, der sein Zelt da einfach aufschlägt. Deswegen Hashtag Zelt. So. 2 Foodpacks fehlen noch. Ich werde mich mal... diese Area hier begeben. 1 habe ich auf jeden Fall noch. Weiß halt nicht, ob der... Letzte, also wäre ich jetzt halt unterwegs, würde jetzt halt auch gucken, bis ich 2 habe. Deswegen gebe ich das relativ schnell ab, damit der Letzte vielleicht denkt, ah ja, er kann das Pack dahin geben. Es wurde einer eventuell jetzt auch schon gefressen. Ah, nee, bisher alles gut. Okay, wo ist das letzte Essenspack? Oh Gott! Oh, oh Gott! Louis hier. Der kommt jetzt hier tatsächlich wieder zurück. Wir müssen uns allerdings raus aus seinem Weg machen, damit das nicht ganz so schlimm ist. Louis weg. Okay. Wo ist das letzte Foodpack, ist die Frage. Ich denke, auch hier müssen wir wieder warten, bis irgend so ein Dulli meint, das abgeben zu müssen. Dementsprechend packe ich mich jetzt erstmal hier rein. Okay, Leute. Wir wissen, wo das letzte Pack ist. Das war da vorne. Jetzt muss das hier nur noch irgendjemand abgeben. Ja.
Sehr gut. Die arbeitet hier immer gut mit. Wir sind jetzt tatsächlich in der nächsten Nacht und man sieht hier 75 Münzen erstmal kassiert für den Überlebensbonus. Und hier ist Orange. Und aktiviert die Essensmaschine, weil der hungrig ist. Jetzt haben wir ihn geweckt, Leute. Orange hat seine Höhle verlassen. Vielleicht hat er das Essen gerochen. Und ich glaube, er läuft immer durch die Mitte. Da, wo es das Essen gegeben hat. Wir haben jetzt zwei weitere verloren. Ja, ist natürlich blöd gelaufen für die, aber gönn ich. Also guck mal die beiden hier, ne? Die machen halt nichts anderes, als in diesem Karton zu sitzen. Das finde ich halt so nervig. Eigentlich sollten die erledigt werden. Bin ehrlich. Es gibt halt Leute, die machen halt nur sowas. Ich weiß gar nicht, wie man so Spaß haben kann am Spiel, aber ja, gut. Es gibt einige Leute, die sollen das dann ruhig machen. Die machen halt nichts anderes. Nachdem du meine Maschine repariert hast, zeige ich dir, warum du wirklich hier bist. Nacht 3, Leute. Und ihr seht diese Footsteps hier. Purple ist in der Kanalisation jetzt. Die Lüftungsöffnungen sind undicht. Ja, und weil der sich da drin bewegt, wird's halt nass. Und jetzt müssen wir dafür sorgen. Oh Gott, jetzt muss ich schnell sein. Ganz kurz. Sehr gut. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Purple uns nicht essen kann. Und wir haben hier gleich unseren ersten Kontakt unten. Mit Purple. Da vorne. Da ist er, ne? Er will uns direkt essen. Der war straight up da. Wenn wir da jetzt auf dem Wasser gelaufen, wären wir tot. Und dann unwiderruflich gestorben. Okay. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Grün ist hier. Grün campt halt sehr lange, ne? Hört ihr das im Wind jetzt, dieses Geräusch? Auf Metall? Das ist jetzt Purple, der hat sich gerade bewegt. Wir hätten jetzt ein Problem, wenn Blue von der Seite kommen würde. Dann wären wir auf jeden Fall richtig erledigt. Green ist halt... Ja, der steht halt hier. Ne? Der steht jetzt hier rum und macht erstmal nichts. Wir haben drei Lampen gefunden, müssen aber auch noch einige mehr haben. Ja, der kommt jetzt. Vorsichtig, vorsichtig. Grün wurde jetzt erstmal weggelockt. Und wir gehen jetzt erstmal hier durch. So. Blues erster Freund war der. Es ist tatsächlich so, dass hier einige Sachen, zum Beispiel der Oswald D. Davis, der Gründer, dass hier einige Sachen auf die Story hinweisen. Wir können uns das natürlich nochmal ganz genau anschauen. Ich hatte ja schon mal das Story-Video vorhin erwähnt. Jetzt kommt Orange. Der ist gerade wach geworden. Jetzt vorsichtig sein. Gott! Blue kommt! Ich habe ein ganz dickes Problem. Ein ganz dickes Problem! Oh Gott! Oh Gott! War das knapp! Alter Schwede. Und ich bin fast gestorben, ne? Ich hab mich schon gesehen. Alter, das war ja richtig knapp. Okay. Diese Nacht ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so easy, wie man denkt. Gerade auch wegen Orange. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall noch eine Lampe gefunden, das ist ganz gut. Das ist erstmal weiter gucken. Die anderen bewegen sich halt nicht mehr so viel. Ergo, ich muss halt wahrscheinlich sehr viel alleine machen. Wir gucken einfach mal, wie schnell wir jetzt hier vonstatten kommen. Bewegt sich ja auch relativ langsam. Was war das denn? Sind in der Höhle von Orange? Da ist allerdings erstmal nichts. Okay. Springen hier runter und nehmen die nächsten Lampen mit. Wir müssen durchziehen, schnell sein. Wir sind auch tatsächlich nur noch zu viert. Also man sieht, es hat halt die ganze Gruppe schon ausgenockt. Der eine oder andere wurde auch schon straight aufgegessen. Drei Lampen haben wir, das heißt die Hälfte ist jetzt erstmal da. Ich weiß halt nicht, wie viel ich jetzt in dieser Nacht machen muss. Aber die anderen sind tatsächlich gar keine Hilfe momentan. Sehr knapp gewesen. Ich bin rechtzeitig noch in den Versteckmodus gekommen. Und da chillt Purple jetzt auch noch.
Hat jemand so ein Ding? Er guckte den mal an. Ekelhaft. Okay. Wir haben noch eine Lampe hier. Noch eine Lampe da vorne. Sehr gut. Wir können hier einfach weiterlaufen. Noch eine Lampe. 10 Stück haben wir schon. Da versteckt sich einer, ne? Was ist das denn? Das meine ich. Die Leute müssten eigentlich rausfliegen. Egal, Leute. Ich carry ja gerne. Ich beschere euch den Sieg. Kein Problem, sag ich mal. Trotzdem müssen wir jetzt noch eine ganze Menge absuchen. Ich hoffe, dass wir irgendwann einen Hinweis kriegen, wo die restlichen Lampen sind. Klettert er jetzt hier rüber? Ich glaube nicht. Okay. So, 3 Stück fehlen noch. 3 Lampen. 4. 4 tatsächlich. Hier waren wir schon drin. Ich gehe jetzt nochmal jeden Raum und geiste durch. Ich glaube, die restlichen Lampen haben die Leute. Ich sehe nämlich den Rest nicht. Das ist halt auch eine schwierige Nacht. Ich glaube nämlich, dass die Lampen jetzt nicht mehr angezeigt werden. Bin ich der Meinung, auf jeden Fall. Oh, wir haben noch eine gefunden. Manche sterben halt. Und dadurch, wenn... Wir sind hier drin. Hier kann uns nichts passieren in diesen Räumen. Okay. Ich weiß halt nicht, ob er uns hier drin schnappt. Wäre jetzt schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin hier nicht drin. Der ist in Orange Sideout. Okay, kein Problem. Wir laden schon einfach erstmal durch. Da vorne ist noch eine Lampe. Und noch eine. Ich hab die letzte Lampen. Ich hab einfach fast alle Lampen gefunden. Ich bring uns in die nächste Nacht. So ein Ding ist das. Yes. Und der Strom wird aktiviert. Jetzt aber sagt er, warte, was ist los? Das sollte nicht passieren. Und der Generator ist kaputt. Jetzt. Jetzt richtig gruselig. Was, ist die Maschine okay? Es ist zu dunkel, um sie zu sehen. Oh je, oh je. 2 weitere hat's rausgenommen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns gleich eine Taschenlampe zu grabben. Und wir müssen jetzt im Dunkeln weitermachen. Sieht so aus, als müsstest du den Strom wieder einschalten. Finde einen Weg, den Backup-Generator aufzuladen. Kein Problem. Ich kümmere mich drum. Vielleicht lasse ich euch danach sogar alle gehen. Das glaube ich noch nicht so. 4 Taschenlampen liegen dort. Nehme mir eine weg. Und ich mach das. Leute, komm! Okay. Eine Batterie habe ich. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir hier schön im Dunkeln gucken müssen. Habt ihr das gerade gehört? Boah, ich bleib mal lieber cool. Einer ist tatsächlich gegessen worden. Ich weiß nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, wer das war. Aber jemand muss es gewesen sein. Wir warten ab. Was macht er? Okay, er geht hier rüber. Gut, wir gehen jetzt hier rein. Die Nacht wird auf jeden Fall... Langsam, aber sicher. Immer knapper. Okay. Jetzt bin ich ganz schnell in den Nebenraum. Hier ist keine Batterie drin. Ich habe erst 2 Stück gefunden. Ich vermute, dass ich mindestens 6-7 Stück holen muss. Die anderen sind nämlich echt zu blöd. No front jetzt, aber die sind wirklich zu dumm. So. Gehen mal hier hoch. Gott, Orange ist hier, ne?
Lieber nicht. Orange ist wach. Gott sei Dank. Ich weiß halt nicht, ob er uns durch diesen Karton holen kann. Aber ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist die nächste Batterie gefunden. Mal gucken. Hier liegt jetzt tatsächlich noch keine. Doch, eine haben wir. 4 von 9. Sehr gut. Ich bin halt nur noch mit diesen beiden Dullis da. So. 6 von 9 Batterien. Weiß halt nicht, wo der Rest ist, aber hier könnte noch was sein. Ja, da hat was geleuchtet. Okay, da war nichts. Wo sind die letzten 3 Batterien? Es gibt, glaube ich, noch eine Möglichkeit. Ja, hier drin, 2 Stück auch direkt. Ey, die anderen, ne? Die machen ja nichts. Ich mache jetzt auch erstmal nichts, Leute. Dauert einen kleinen Moment. Oh, Leute. Da ist Green. Uff. Das war eine sehr knappe Kiste. Die beiden, die gammeln da jetzt halt immer noch, ne? Also sie machen wirklich nichts anderes. Ich hoffe, dass die gleich im Finale rausfliegen. Glaub halt nicht. Die werden halt einfach nur die ganze Zeit da chillen und ein paar Sachen farmen. Aber können wir mal ganz kurz darüber reden, was das hier eigentlich ist? Was ist denn dahinter? Man kann da so Sachen sehen, ne? Kein Ausgang heißt es erstmal. Ja. Muss jetzt auf jeden Fall zusehen, dass ich irgendwie noch die letzten Batterien dahin bringe. Ich weiß halt nur nicht, wo die ist. Ich habe schon eine Menge durchsucht, aber dadurch, dass ich hier sehr viel gescheucht worden bin, kann ich nicht genau sagen, wo die letzte sich jetzt befinden könnte. Da ist sie. Ich versteck mich lieber. Ich habe die letzte Batterie gefunden. Was ist das hier eigentlich für ein Geheimgang? Hier sind einfach Geheimgänge, irgendwelche komischen Türen. Oh, ich versteck mich mal lieber hier jetzt. Da ist er. Wird jetzt kommen. Sehr gut. Zurück. In die letzte Nacht. Wir haben es fast geschafft, Leute. Oder auch nicht. Okay, Blue ist, Der Green ist jetzt uns auf dem Fersen. Ich hoffe, dass Blue jetzt nicht beim Theater ist. Wir sollten es eigentlich schaffen. Boah, macht der mir Angst, ey. So, hoch da. Letzte Batterie drin. Alright. Sehr strong. Der Generator läuft wieder. Strom ist an. Jetzt können wir gehen anscheinend, sagt er. Sieht so aus, als sind wir wieder im Geschäft. Back in the business, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Danke, dass du den Strom wieder eingeschaltet hast. Kein Problem, Bro. Alles cool, mach ich gerne. Als Belohnung würde ich euch alle gehen lassen. Aber zuerst schmeiße ich dir eine Abschiedsparty. Ja, Leute. Wir müssen alle unsere Party-Tickets einlösen. Hab ich auf jeden Fall Bock. Diesen Hut hier, frage ich mich, ob man den vielleicht nochmal bekommt oder so. Würde ich feiern. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ob man den irgendwie kriegen kann. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal so einen Charakter hier machen, so von. Da ist der nächste raus und die beiden hier, Leute, das sind die absoluten Gammler. Den werde ich richtig ins Müsli kacken jetzt. Ich werde da gleich zwischen die Ballons laufen, wenn die dabei sind. Und dann werde ich dafür sorgen, dass die gegessen werden. Das Problem ist nur, dass das sehr, sehr risky ist. Es ist extrem risky. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, wie wir es machen. Weil ich gönne den nicht, ne? Ich gönne den nicht. Tatsächlich nicht. So, wir haben das Ticket. Ihr alle reingehauen? Bin so froh, dass du es geschafft hast. Mach dich bereit für einen leckeren Abschiedskuchen. Weil ihr da ein Stück Kuchen bekommt, öffne ich den Ausgang und könnt uns alle nach Hause schicken. Viel Spaß da drin. So, Leute. Wie versauen wir den jetzt den Brei? Ich werde versuchen, die Ballons zu poppen. Dass die gegessen werden. Okay, wir sind jetzt alle oben. Ja, das ist tatsächlich auch nicht ganz so schwer, ne? So, dürft ihr jetzt die Tür aufmachen? Man sieht's hier, der Ballon, ne?
Wir gehen jetzt einfach auf die Gabel. Und dadurch... wird er wach! Und wir müssen uns beeilen! So, einmal hier rüber. Das Ding wegschieben. Zack. Oh oh. Mach den Yellow raus! Blue kommt! Dieses Mal nicht, Blue! Dieses Mal nicht! Ja! Einer wurde gegessen! Jawohl! Wie schön das ist! Yes! Wir gehen raus! Leute, wir sind raus! Ja! Wir sind draußen! Einer wurde gegessen, einer hat Karma kassiert. So gefällt mir das. Perfekt. Da ist Blue. Boah. Alter Schwede! Aber er hat's überlebt. Er ist nicht gestorben. Er hat es überlebt. Und wir sind raus! Überlebt! Ab jetzt sind wir Veteran in Rainbow Friends, Leute. Und das Ding haben wir easy weggechippt. Da ist der Wissenschaftler. Scheint, habe ich sie unterschätzt. Tja, anscheinend hast du das wirklich. Die Dinge werden bald viel verrückter. Wir können uns darauf einstellen, dass Chapter 2 auf jeden Fall ganz wild wird. Und ich hoffe auch noch viel, viel umfangreicher, wobei das auch schon echt hart ist, das hier zu zocken. Ne? Roy Stanford und Kerkel. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich habe hier schon ein paar Sicherungen am Start. Und zwar geht's darum, wir müssen die nächsten Nächte schaffen, ohne dass uns irgendjemand sieht. Uns darf niemand sehen. Also Grün sieht uns ja sowieso nicht. Ne, also so wie jetzt hier. Blue würde uns jetzt streng genommen, glaube ich, auch noch nicht gesehen haben. Er hat uns auf jeden Fall gehört. Aber wir müssen es auf jeden Fall schaffen. Und dann soll wohl... Wenn wir am Ende das Secret Ending benutzen... also sollen wir zumindest in der Lage sein, den Chapter 2 Mode herbeizubeschwören. Das werden wir heute auf jeden Fall alles testen. Das wird ein bisschen umfangreicher. Wir werden ein bisschen Arbeit damit haben, aber... right. Wir schaffen das schon. Da hinten ist Purple, ne? Ey, Leute, also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wir haben mal einen Test gemacht, beziehungsweise ein Experiment, ob wir schneller sind, also schneller sein können als Orange, der ja gerade sowieso unterwegs ist. Und ich schwöre es euch, Leute, da wurde einer vom Gully-Monster gefressen, das... sah so witzig aus. Ich hab mich schäckig gedacht, ich sag ehrlich. Wie sieht's aus, Maddie? Bring mal die ganzen Sicherungen rein. Sehr gut. Okay, wir kommen jetzt in die nächste Nacht. Jetzt wird's dunkel und wir dürfen uns nicht sehen lassen. Das ist sogar die letzte Nacht, ne? In der darf man sich nicht sehen lassen. Na gut, es ist dunkel. Ist sowieso nicht ganz so schwer. Aber wir müssen halt noch das Secret Ending, also wieder in den Schacht später am Ende zurücklaufen. Diese ganzen Bedingungen erfüllen, um dann weiterzukommen. Oh, guckt euch das mal an! In der Nacht sind alle gestorben! Da muss ich jetzt mal ganz kurz schreiben. Good job, Bro. Also gute Arbeit. Maddie, mein Bester, wir sind hier die Veteranen, Leute. So ein Ding ist das nämlich. So, wir stellen uns da mal ready hin und wir müssen jetzt auf der Hut sein. Sehr sneaky. Wir dürfen uns nicht sehen lassen. Das Gully-Monster kann ja immer nur rausgucken. Heißt also, wir müssen als Karton am Gully-Monster vorbeisneaken. Und wie das dann am Ende ist, werden wir sehen. Also, wir gucken einfach mal heute, ob das funktioniert oder nicht. Ich denke aber, es funktioniert. Ich habe ein gutes Gefühl. Okay, wir sind mittendrin. Ich habe schon eine Batterie. Wir müssen jetzt aufpassen. Vorsichtig. Wir dürfen uns nicht sehen lassen. Natürlich ist es dunkel, Leute. Aber das andere Problem ist halt auch, wir sind erstmal nur noch zu zweit, wie man sieht. Und... ah, Green versperrt uns den Weg. Das war richtig knapp, ne? Ich glaube, die haben uns nicht gesehen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal weitergehen. Also, wir können uns jetzt erstmal schön wieder aus dem Staub machen. Wir müssen nämlich von oben rein. Da, wo Green immer ist, versperrt er halt komplett den Weg. Wir können da nichts machen. Ich gehe mal. Von der anderen Seite rein, also von links. Weil ich glaube, Maddie ist mit mir da in diesen Room reingegangen. Ergo werde ich mal da hinten zumindest die Batterien collecten. So, 3 Stück haben wir. Das ist dann schon mal Nummer 4. Right. Vorsicht. Steppt wieder jemand. Okay, wir gehen ganz schnell hier rein. Blue ist hier halt irgendwo, ne? Wir müssen jetzt sneaky beaky sein, Leute. Ah, das wird auf jeden Fall nicht cool. Okay, da ist er. Er darf uns nicht sehen. Maddie ist da hinten auch. Macht sich einen entspannten Grad. Geh jetzt mal schön hier ran. Geh nicht zu nah auch einfach ran. Ich bin jetzt ein ganz normaler Karton.
Alright, weiter geht's. So. Da ist eine Batterie. Sehr gut. Die haben wir auf jeden Fall schon mal mit. Das ist nice. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nur noch eine finden. Alles safe bisher. So, ich gehe mal davon aus, dass Medi die letzte Batterie hat. Ich werde mir also entspannt machen. Der wird jetzt hier seinen Weg fortsetzen. Denke ich mal. Wenn er gut ist. Ich bleibe einfach mit dem Karton mal hier oben. Oh oh. Green ist hier irgendwo. Medi? Medi, Green ist hier irgendwo. Komm jetzt mal, Junge. Okay, da ist er, Leute. Ich habe ihn gefunden. Medi, pack die scheiß Batterie da rein. Verdammt! Er hat die letzte nicht. Okay, Leute. Es war klar, dass das nicht ganz so einfach wird. Oh, zum Glück hat Blue uns nicht gesehen. Alter. Ich war noch so hinter diesem Rohr, ne? Es hätte eigentlich möglich sein können. Alles klar, Leute. Wir haben jetzt noch einen guten Weg zurückzulegen. Irgendeiner von uns beiden muss jetzt diese Batterie da hinten ziehen. Aber ich denke, ich werde als erstes, ja, vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht ist Maddie jetzt auch ein bisschen schneller. Ich werde auf jeden Fall recht zügig da sein. So viel kann ich sagen. Okay, ich hab's. Die letzte Batterie. In dieser Nacht dürfen wir nicht gesehen werden. Da ist Green. Jawohl! Das ist gut! Habt ihr das? Habt ihr den Ton gehört? Leute, was war das? Hat sich da irgendwo eine Tür geöffnet? Ah ja. Gut, wir nehmen mal unser Ticket, schmeißen das mal da rein. Medi, wir gehen jetzt mal schön auf die Party, okay, mein Bester? Bist du ready? Der sieht auch schon richtig so, Leute, der sieht so richtig Army-mäßig aus, ne? Okay, Bro, ich setz mich auch hin. Bist du ein Special Agent oder was? Mir egal, wer du bist. Habt ihr das gehört? Was war das? Leute, sehr crazy, sehr, sehr crazy. Ich könnte Medi jetzt töten. Ich könnte. Wenn Medi zu langsam ist, ich weiß halt nicht, ob er gut oder schlecht ist, Leute. Aber Medi ist mein Kontrahent. Sehr gut. Also von wegen nicht gesehen. Jetzt kommt ja eh dieser blöde Ballon hier und platzt auf. Und wir müssen jetzt durchziehen. Was willst du? Hey, du fetter Blauer! Okay, Mann, ich habe ihn beleidigt. Let's go. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich mache das Ding jetzt mal hier zur Seite. Wir räumen das Ding jetzt mal... Bruder. Bruder, mach hinne. Mach hinne! Okay. So. Und Augen zu, Digga. Augen zu einfach. Okay, keine Augen zu. Okay, doch. Einfach Augen zu. Ich hab's geschafft. So. Geht direkt hier rein. Ah, Gott, oh Gott. Okay, Leute, wir müssen uns ready machen. Wir müssen uns jetzt ready machen. Wir müssen jetzt Kapitel 2 betreten. Seid ihr bereit? Ich habe alles getan, um Kapitel 2 zu betreten. Jetzt geht's los. Komm schon, Blue. Komm schon. Oh. Ja, er ist drin. Herzlich willkommen. M-Secret. Chapter. Hä? Hey, wo bin ich? Das sind Süßigkeiten. Geil. Hallo? Leute, was mache ich hier? Okay. Hallo? Das ist ein Schulbus. Da hinten sind Süßigkeiten. Da ist noch mehr. Ich weiß halt nicht, was ich mit diesen Süßigkeiten machen soll. Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Leute? Ich bin alleine hier. Hä? Hallo? Hallo? Ist da wer? Da ist Absperrband, Leute. Was ist das? Leute, ich gehe durchs Absperrband. Hallo? Hä? Scheiße, Leute, was ist denn das hier? Ich bin hier nur für Süßigkeiten. Macht er was? Ist das Yellow Blue? Golden Blue? Hallo? Ah! Ah! Gott, oh Gott, oh Gott! Der verfolgt mich, der will mich essen! Oh Gott, ich wusste nicht, dass der böse ist! Lauf, lauf, lauf! Scheiße, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hä? Hä? Kann ich da aufspringen? Ja! Oh Gott! Oh Gott! Er ist weg. Ich habe ihn abgehängt.
Alter, was war das denn gerade? Leute, wir sollen hier komische Süßigkeiten finden. Ich mache es einfach mal. Keine Ahnung, was das bringt. Aber... hier sind Enten im Wasser. Ich weiß echt noch nicht, was ich davon halten soll. Ich sag, wie es ist. Das hier. Das sind so Blues, ne? Da hängt Yellow irgendwie so ein bisschen fest oder so jetzt. Ist mir eigentlich auch egal. Ich sammle die Süßigkeiten jetzt einfach auf. Kann es sein, dass wir vielleicht noch aufs Riesenrad raufklettern können? Das macht ja eigentlich Sinn. Also vom Ding hätte ich jetzt gesagt, wir könnten darauf. Also hier rein glaube ich eher nicht, oder? Nee. Wir gucken mal weiter. Vielleicht hier oben irgendwie rauf oder so. Ich check das mal. Ja, das ist möglich, Leute. Das ist möglich. Wir gehen mal aufs Riesenrad. Was ist das denn hier oben? Krass! Ich glaube nicht, dass wir uns wehtun, oder? Nö. Okay. Wo ist der letzte Bonbon? Yellow ist, glaube ich, hat gerade irgendwie anderweitig Probleme. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Moin, Brudi, was geht? Ich glaube, der macht jetzt auch erstmal nichts mehr. Der hat sich irgendwie hart verlaufen, Leute. Mann, wie schlimm. Also ich finde es nicht schlimm, bin ich ehrlich. Oh, oh. Yellow ist wieder in Aktion. Gerade ganz schlecht. Muss ja einmal mit der Taschenlampe so ein bisschen leuchten. Gucken. Ich laufe einfach jetzt auf ihn, an ihm ganz entspannt vorbei. Okay. Hier ist bisher nichts. Yellow lässt mich auch in Ruhe. Dieses Yellow-Schild, ey, ist einfach zu wild. Okay, ich bin draußen auf dem Parkplatz. Ich habe den letzten Bonscher gefunden. Da ist er. Was passiert jetzt? Hallo? Ich mich dem jetzt vielleicht näher. Leute? Ist hier irgendwas? Da ist ja gar nicht. Hört ihr das? Hallo? Hallo? Nein! Wir sind anscheinend in Freddy Fazbear's Pizzeria, so wie es aussieht. Das war heute aber kein Clickbait, also der Golden Blue kommt wirklich. Jetzt haben wir hier allerdings erstmal einen Freddy oder so, der da gerade war. Ich hab keinen Bock. Okay, Fraggy ist es anscheinend. Also Fraggy spawnt jetzt hier demnächst. Wir müssen uns jetzt irgendwie aus dieser Pizzeria erstmal rauskämpfen, es sei denn, wir sind jetzt Fraggy. Nein, sind wir nicht. Alles auf entspannt. Ich habe einen blauen Schlüssel gefunden. Muss jetzt allerdings gucken. Das ist eine Chica. Ja, nice try, aber ich werde dich halt hart outmoven, mein Bester. Es tut mir echt sehr leid. Allerdings, der hat jetzt eine Falle gesetzt. Okay. Mach die Tür bloß nicht zu. Mach bloß die Tür nicht zu! Bist du wahnsinnig, oder was? Oh. Okay, ich habe einen grauen Schlüssel gefunden. Wir müssen den... Oh, nee, Mann, der wird mich gleich essen, Digga. Oh, gar kein Bock. Ich komme da halt aktuell nicht so gut ran. Die Jungs müssten echt mal langsam was machen. Okay, wir machen es anders. Ich gehe mal hier runter. Ha! Kannst den anderen essen. Perfekt, Leute. Ich habe Zeit. Sehr gut. Okay, wir haben einen grünen Schlüssel. So, wir haben ja auch noch einen Hammer. Könnte man auch mitnehmen. Macht der da? Ja. Hallo? Und jetzt schnell weg! Alright, ich hab das Ding aufgemacht. Okay, Leute. Also, wenn ich Glück hab, dann wird jetzt irgendeiner aufgegessen. Okay, er ist komplett dumm, Leute. Sehr gut. Okay, ich habe einen roten Schlüssel gefunden. Das ist extrem nice. Ich weiß noch nicht, wofür. Ah, dafür. Da hinten ist er. Ich habe mir jetzt einen Schraubenstock genommen. Okay, damit können wir das Ding hier auf jeden Fall reparieren. Sehr gut. Ich habe das Teil hier aufgemacht. Wir brauchen einen gelben Schlüssel. Einen Code. Ah, wir müssen den gelben Schlüssel finden. Wer hat den verdammten gelben Schlüssel, Leute? Da vorne ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, hier was aufzumachen. Okay. Wir müssen jetzt an den gelben Schlüssel rankommen. Der hat hier eine Falle gesetzt. Okay. Vorsichtig. Wo zur Hölle ist der gelbe Key? Ich bin der Meinung, ich habe ihn irgendwo gesehen. Aber ich kann es tatsächlich noch nicht genau sagen, wo der jetzt ist. Das ist der grüne. Wir haben aktuell den gelben Schlüssel nicht, ne? Ja, das ist halt immer, wenn man mit vielen Spielern zockt, dann hat man hier immer so ein kleines Problem. Das sieht mir auch irgendwie gar nicht danach aus, als wäre das ein richtiger Player. Oh Gott. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Wer hat den orangenen Schlüssel, Leute?
Hat irgendeiner einen orangenen Schlüssel? Ich hoffe, den hat jetzt keiner eingesackt, ne? Das kann natürlich sein, Leute. Ich will hier aber irgendwie noch raus. Das ist halt immer das Blöde. Wenn die den Schlüssel behalten, dann kommt man halt nicht mehr durch, ne? Oh, Chica hat jemanden gegessen. Ach du Heiliger. Das ist gar nicht gut. Wir müssen mit dem orangenen Schlüssel jetzt einmal hier rumgehen. Hoffentlich. Ja, ich lock Chica weg. Oder komm. Hier. Okay, wir haben den gelben Schlüssel. Wir haben den gelben Schlüssel. Komm mit. Der gelbe Schlüssel, wo musste der denn nochmal rein? Ich glaube, das war hier. Stimmt. Wenn wir den gelben Schlüssel haben, dann muss jemand den Hammer haben. Ja, das ist halt natürlich immer das Blöde, ne? Wenn sich irgendjemand jetzt den Key schnappt. Also ich meine, von der Sache her ist ja alles entspannt. Aber irgendwo muss doch... Hier gibt es ja noch das Mädchenklo. Ich glaube, der hat den Hammer, oder? Komm mit! Hey! Du hast den Hammer, hundertprozentig. Hallo! Hallo! Oh, Leute, das ist irgendwie so ein sechsjähriger Mann. Ach, wir haben jetzt schon 6 Uhr, ne? Mach den Hammer hier kaputt! Ey, Leute, irgendjemand muss doch diesen verdammten Hammer haben. Ja, toll, Leute. Wir haben verloren. Also, ich sag euch ganz ehrlich, dieses Kiddo von eben, ne? Digga, der hat ja wieder nichts gecheckt. Alter Schwede. Der war ja komplett Brain AFK. Komplett lost. Guck mal, selbst Mikata regt sich hier gerade auf, der auch wieder in der Aufnahme dabei ist. Der hat auch gar keine Hobbys, oder? Gar keine Hobbys hat der. Okay, Leute, wir spielen mal Fazbear's Fright. Okay, Franky spawnt jetzt auf entspannt. Das hier ist jetzt Nacht 3 oder wie? Verstehe ich nicht so ganz. Okay. Wir gucken mal. Also, wir sind's nicht. Da vorne ist jemand gespawnt. Ja, das ist auf jeden Fall safe, straight der Player. Er weicht von mir ab. Wir haben jetzt halt ein Problem. Wir müssen... Oh Gott. Er muss mir genug Zeit geben. Das ist der Punkt. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. Okay. Ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir hundertprozentig am Start sein. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich muss den blauen Schlüssel irgendwo reinklinken. Oh, hier. Sehr gut, ich habe den nächsten Schlüssel schon. Ich kann jetzt einfach hier rüber gehen. Machen die Türen mal einfach so. Ich. Sehr gut. Ich mache den grauen Schlüssel direkt hier rein. Hier ist der grüne. Und hier ist der Hammer. Okay, Leute. Wir haben den Hammer. Es lag tatsächlich eben an diesem Kiddo, ne? Der wusste halt auch einfach nicht, was er machen sollte. So, jetzt werde ich Folgendes tun. Damit wir diese Runde hier mal ein bisschen aufmischen. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Lauft. Okay. Wir haben jetzt ein ganz kleines Problem. Er kommt hier auf jeden Fall nicht durch. Ah, das ist jetzt halt der Pro-Player hier, ne? Irgendwie mehr oder weniger. Okay. Wir haben jetzt ein richtig dickes Problem. Ist jetzt gerade irgendwie so halber ausgenockt. Okay, er kann sich wieder bewegen. Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße, Leute! Verdammt! Oh, es war so close. Okay, wir müssen jetzt gehen. Also, er hat mich fast erwischt. Ja. Die haben sich schon den nächsten geschnappt. Das war's komplett. Das war's komplett. Ich bin alleine. Hey! Hey! Nein! Okay, wir warten hier. Also das Blöde ist halt natürlich, dass der Bot, glaube ich, weiß, wo ich bin. Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Die versuchen mich jetzt einzukesseln. Oh Gott, Leute, ich bin alleine. Ah! Ich habe mir das Ding geschnappt. Okay, ich muss überlegen. Da hinten das Ding ist offen. Ich habe noch einen Mitspieler bekommen. Sehr gut. Okay, passt auf. Ich mache jetzt die French daran. Das hat hingehauen. Ich habe den Spieler direkt outsmartet.
Jetzt müssen wir Folgendes machen. Ich muss den Schlüssel da hinten kriegen, damit wir den Tresor aufmachen können. Sehr gut, ich habe den Tresor. Gut, gut. Ich habe den Purple Key, Leute. Ich habe den Purple Key. Scheiße, sie können da oben auf die Bühne raufrennen. Ich habe den Code für die Tür anscheinend. Okay. Was ist hier drin? Hier ist nichts mehr. Schlüssel sind weg. Spieler sind dead. Nö, ey, das ist gar nicht cool. Okay, Leute. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich brauche auf jeden Fall nochmal den Hammer. Ja, den Hammer habe ich mir straight mal geholt. Jetzt muss ich aufpassen. Wie soll ich das denn schaffen? Digga, Mann. Oh Gott, ich bin tot, Leute. Ey, ich war alleine, Alter, weil ich nur mit Dullis spiele. Oha, Leute. Ich kann mir einen Charakter auswählen. Ich bin jetzt Golden Blue. Ihr werdet alle draufgehen. Oh, Leute, das könnte jetzt sehr, sehr interessant werden. Finally haben wir ein bisschen Spielspaß. Jetzt wird's, glaube ich, ganz, ganz witzig. Hallo, Freunde. Golden Blue ist da. Der erste wurde eliminiert. Sind die anderen? Oh Gott, Leute. Was ist denn mit dem Kleinen? Also, Digga, ihr seid ja komplett dran. Ist ja eine Turborunde. Das ist ja eine Turborunde. Hallöchen. Also, aber schon unfair, muss man sagen, ne? Na? Und tschüss. Oh! Habt ihr es gesehen? Alter! Oh, Golden Blue. Lecker Schmecker! Oh mein Gott, Alter, was war das denn gerade, Leute? Diese Runde habe ich absolut turborasiert und ich habe wirklich mit einem Bot noch zusammengespielt. Die Runde war, also das war der Overkill des Jahres, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, das war die schnellste Runde, die es, glaube ich, in diesem Game je gegeben hat. Ein ganz normaler Tag. Green sitzt da vorne im Bus drin, Leute, neben dem Mädel. Okay, das fängt schon ziemlich cool an. Oh, da sind wir ganz an der Seite. Ihr seht schon hier, Leute. Green macht sich ready. Und natürlich ist unser Ziel heute mal wieder, wie sonst auch, 10 von diesen Bausteinen einzusammeln. Und dafür gebe ich euch einen kleinen Tipp. Müsst ihr geradeaus gehen. Geht nicht nach rechts, weil da so wenig Bausteine sind. Wir sind ganz vorne. Ergo, wir können als erstes auch direkt alle einsammeln. Wir müssen so ein bisschen Glück haben, in der Hoffnung, dass alle anderen woanders hingehen. Wir sind jetzt auf jeden Fall drin. Da ist schon der erste Stein und das wird eine ganz knappe Kiste. Oh, er hat abgebrochen. Alright. Okay, wir gehen da direkt hinterher und Leute, wir sind schon unterwegs. Mekata ist einer aus unserer Community, der hier schon direkt straight mit uns läuft. Finde ich ein bisschen nervig, weil er ist halt derjenige, der mich so ein bisschen contestet gerade. Er fordert mich heraus. Aber ich weiß ja, wo die meisten Steine sind. Blöd ist halt nur, eigentlich sind, ja, da oben sind noch welche. Da müssen wir direkt hingehen und uns welche einsammeln. Okay, wir haben den 5. Stein, da hinten ist der 6. gewesen. Oh mein Gott! Blue, ich bin's, Green! Ich bin's doch, Green! Warte doch! Leute, irgendwie wird das nichts. Okay, ich laufe jetzt einfach weiter. Der kann machen, was er will. Ich gehe jetzt hier nach oben. Green ist der Chef. Ganz ehrlich. Bin mal sehr gespannt, was gleich passiert, wenn wir auf Green treffen. Das wird auf jeden Fall noch so ein chilliges Wiedersehen mit dem grünen alten Bengel. Und ich weiß nicht, ne? Also ich glaube ja, dass er mich nicht isst. Auf jeden Fall wurde hier gerade ein anderer gegessen. Der ist auf jeden Fall schon safe-rip. Und wie viele Leute hier eigentlich auch draufgehen? Schon der nächste direkt. Auch schon weg. Hä? Als ob jetzt einfach 2 Leute weggerippt worden sind. Was ist das denn? Na gut, ich habe meinen Stein ja dabei. Da ist schon der nächste. Da ist noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Aha, dann habe ich auf jeden Fall schon mal 8 gesammelt. Okay. Die haben auf jeden Fall noch welche, die hier unten gerade waren. Plus ich habe noch 3. Ja, einer fehlt noch. Komm, wir müssen hoch. Alice, folg mir. Folg mir, ich bin grün. Ich weiß, wo es lang geht. Let's go. Alice, komm mir einfach hinterher. Ich zeig dir, wo du hin musst. Alice, komm zu mir jetzt. Alice, komm jetzt. So. Gib da oben ab. Alice. Alice, gib's den Stein. Sag mal, wie langsam ist die, Leute? Was soll das? Alice, kannst du den Stein da jetzt mal hinbringen? 5 Jahre später. Alice, bring deinen verdammten Stein da jetzt hin! Alice! Mando! Und jetzt, Leute, kommt Grün.
Und da ist er auch schon. Ich bin der kleine Grün. Und wir gehen gleich zu ihm hin und gucken mal, was passiert. In der nächsten Runde sind wir. Die Pakete sind wichtig, Leute. Und wir nehmen die beiden hier erstmal mit. Ich glaube, bei den Paketen ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man straight hier lang geht. Damit wir auf jeden Fall direkt schon ein drittes bekommen. Green muss hier irgendwo sein. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn wir ihn gleich antreffen. Da haben wir schon das vierte Paket. Okay, das war definitiv worth, jetzt hier lang zu gehen. Wir können uns nämlich jetzt eigentlich so gut wie alle schnappen. Okay, Blue ist jetzt auf den Fersen. Wir gehen hier mal hin. Wo zur Hölle ist eigentlich Green? Wo ist der? Ich höre ihn schon. Vorsichtig, vorsichtig. Ich bringe jetzt erstmal 6 Pakete weg. Auf ganz geschmeidige Basis. So. Zack. Die haben wir auf jeden Fall schon mal abgeliefert. Den Rest machen wahrscheinlich die Jungs. Ich würde einfach mal gucken, was passiert, wenn wir Green hier irgendwo antreffen. Hallo? Grün, bist du hier? Grün. Ich sehe ihn und höre ihn nicht. Ich habe aber noch ein Paket gefunden. 6 und 15 haben wir. Green ist, glaube ich, bei Orange drin, ne? Ha! Ich weiß nämlich, wo er ist, Leute. Green, tust du mir was? Ich bin's. Ich bin's. Hallo. Leute! Leute, ich kann da einfach hingehen. Als ob. Green tut mir nichts. Hä? Er guckt mich an. Green? Oh Gott. Okay, tut mir doch was. Er tut mir doch was. Hä? Hä? Ich bin in einem Spind. Oh Gott! Oh Gott! Blue war da gerade. Du verdammter! Alter, Leute, okay? Das war auf jeden Fall gerade richtig crazy. Wir hatten schon viel Zeit. Es kann halt sein, dass Green uns nicht angreift. Aber wenn wir ihn provozieren, indem wir einfach lange auch da bleiben, kann es natürlich sein, dass er uns dann trotzdem killt. So, Mikata hat die letzten Pakete. Nee, ein Paket ist hier irgendwo noch im Umlauf. In Ordnung. Dann warten wir doch einfach mal ab auf die nächste Nacht. Und ich bin gespannt, ob Green uns dann trotzdem noch was tut. Beziehungsweise, ob wir da näher an ihn ran können, als wir eben schon waren. Okay, ab in der dritten Nacht. Und wir haben jetzt zumindest die Aufgabe, wieder diese Sicherung zu besorgen. Wir werden heute sehr, sehr nah an Green rangehen. Zunächst nehme ich natürlich ein paar Sicherungen mit. Das muss euch bewusst sein. Da hinten ist Blue. Da war auch Purple schon direkt. Hier ist auf jeden Fall nichts. Wir gehen einfach mal hier durch. Der ist da vorne in die Tür reingegangen. Green ist hier auf jeden Fall irgendwo. Ich habe ihn schon gehört. Vorsicht, Purple wechselt gerade. Okay, verstehe ich auf jeden Fall. Ich würde ein paar Sicherungen abgeben und wir machen uns mal... Ah, da vorne sind noch ein paar. Sehr nice. Okay, wir haben hier direkt 4 Stück eingesammelt. So, 10 Sicherungen sind schon dran. Und wir speeden das Ganze natürlich ordentlich durch. Ich gebe die Sicherung hier auch direkt mal wieder ab. Wir gucken einfach mal, ob wir Green jetzt ausfindig machen können. Grün, bist du hier irgendwo? Ich habe ihn hier vorhin ja gehört. Green zeigt sich nicht. Er ist hier auch nicht. Okay, ich gehe mal da durch. Grün? Grün? Bist du hier irgendwo? Nee, Leute, Grün ist hier aktuell nicht. Doch, da hinten, oder? Nee, da versteckt sich einer in so einem Karton, ne? Das sind so die übelsten Gammler, Leute. Hashtag Gammler in die Kommentare, wenn ihr solche Leute auch überhaupt nicht feiert. Der ist da in dem Spind drin mit so einem Karton. Der macht halt original einfach gar nichts. Ich finde, solche Leute müsste man kicken dürfen. Es wäre ja nochmal ein interessantes Experiment, wenn man vielleicht mal checkt, wie es ist, wenn wir Orange sind und dann auf Orange treffen. Ey, wir müssten eigentlich so eine Mod spielen, ne? Dass wir die einfach töten können. Das wäre so witzig. Oha, Grün ist hier in der Nähe. Er ist oben im Theater, Leute. Safe. Er ist oben im Theater. Da ist er. Grün, ich bin's. Hallo? Er guckt mich wieder an, Leute. Grün guckt mich immer an. Man kann da nah rangehen und er macht nichts. Ich kann auch hier stehen bleiben. Er macht nichts. Aber wenn wir ihn provozieren, glaube ich, dann will er uns essen. Guck mal hier. Nichts los. Gar nichts los. Also Grün kann uns nichts anhaben, wenn wir Green sind. Sehr nice. Er packt sich hier auch so hin. Wer geht da am nächsten ran? Okay, ich bin jetzt auf der Rückseite. Da macht er halt gar nichts, ne? Wenn er sich gleich bewegt, könnte schlecht sein. Aber, ja, er bewegt sich zu Kati hin. Da ist ja gar nichts, also ist ja gar nichts los. Ich habe echt einen Unverwundbarkeits-Cheat oder was? Grün macht einfach nichts, guckt es! Ah, schon wieder! Oh nein, ich hab ihn provoziert! Oh Gott, mein Kopf ist ab. Okay, es ist dunkel. Vielleicht
bringt es ja was, wenn wir mit unserer Taschenlampe und dem Green Character nochmal Green komplett beleuchten. Wir werden uns genau nochmal ansehen. Ich bin mir sicher, dass es nicht immer schief gehen muss. So, hier ist auf jeden Fall schon mal nichts, okay. Ja, die Batterien sind immer so ein Problem, Leute. Da muss man immer genau gucken. Da haben wir auf jeden Fall noch eine. Die leuchten halt immer so schön, ne? Das ist halt das Coole daran. Aber wir müssen auch schauen, wo Green abgeblieben ist. Wir können hier locker übers Wasser rüberlaufen. Wir müssen immer nur aufpassen, wenn Purple in der Nähe ist. Hier ist auf jeden Fall nichts. Frag mich halt auch, was das ist, ne? Und ich habe auch schon einige mysteriöse Dinge hier gesehen, die zumindest auf Kapitel 2 anspielen. Die werden wir aber noch mal in einem anderen Video beleuchten. Okay. Party ist jetzt auch noch dabei. Sehr gut. Okay, wir gehen mal hoch. Wir bringen die Batterien erstmal weg. Dann wissen die Jungs auf jeden Fall, wie viele sie noch suchen müssen. Zwei haben wir definitiv schon mal installiert. Kati hat da jetzt keinen hingebracht. Wir haben noch eine dritte Batterie gefunden. Die können wir auch instant direkt hier hinbringen. Okay. Sehr gut. Der nächste. Und Leute, wir sind schon direkt durch. Wir konnten nicht mal Green sehen. Krass. Was passiert, wenn ich mein Ticket nicht abgebe? Leute, das wollte ich schon immer mal rausfinden. Ich mach's einfach nicht. Was passiert dann? Ich gebe mein Ticket einfach nicht ab. Hä? Hä? Bisher noch nichts. Ticket ist nicht abgegeben. Ich bin trotzdem noch hier. Und ich werde jetzt mal checken, was passiert, wenn die Leute ihr Ding da machen. Ich gehe da jetzt einfach mal nicht hoch. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich mich vielleicht hier hinstelle. Ich stelle mich einfach hier hin. Hallöchen, ich bin Screen. Blue, bist du da irgendwo? Blue, bist du hier irgendwo? Okay, Leute, also der trollt den so ein bisschen. Der läuft ihm halt die ganze Zeit hinterher. Jetzt bricht er ab und geht zu mir. Blue, ich bin's, dein bestester Freund. Die haben alle Ballons kaputt gemacht. Ich kann einfach nicht mehr geholt werden, oder? Das Ding kann ich mir auch nicht aufsetzen. Wiegt der sich? Nö. Der bewegt sich nicht. Es sind auf jeden Fall welche aus der Community da. Das finde ich immer cool. Jetzt kommt Blue. Ich versuche ihn aufzuhalten, Leute. Ich mach das. Blue! Ich bin's, dein bestester Freund. Dein bestester... Hä? Habt ihr's gesehen? Okay. Sehr komisch alles. Sehr komisch alles. Na gut. Ich teste einfach mal, wenn ich mich hier in die Ecke stelle. Vielleicht sieht er mich ja gar nicht. Leute, lauft. Lauft. Nein! Hilfe! Was passiert, wenn ich... Ich... Leute. Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn los, Blue? Alles cool bei dir? Leute, er ist einfach langsamer als ich. Er ist einfach langsamer als ich. Ich bin's, der Allerechte. Blue? Blue? Er hat mich gerade angefasst. Er konnte mich nicht töten, oder? Er konnte mich nicht töten. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Was wäre denn, wenn ich... Leute, was... Ich versteck mich hier. Ich versteck mich. Nein! So, meine Freunde, ich bin als Red hier drin und da vorne ist der dämliche Hund, du. Der dämliche Ben. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier auf jeden Fall jetzt irgendwie mal zumindest einen guten Weg hinbekommen. Okay, ja, die Backrooms hier, die kenne ich zumindest so ein bisschen. Hier gibt es jetzt seit neuestem halt ein Update. Oh, hier steht Aufgabencode Wache, also Guard. Das soll uns vielleicht mal merken. Na jedenfalls. Was ist denn hier? Das ist neu, Leute, das ist neu. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Guckt ihr mal diesen Killer da drüben an. Was ist er denn, ey? Okay, Leute, also hier sind Sachen aufgemalt. Ich habe mir irgendwas hier genommen. Ich muss jetzt vor dem irgendwie abhauen, ne? Hier sind LOL. Hier sind angemalte Türen. Ich kann da einfach rein, ne? Ja, diese Tür war ein Geheimnis. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Wir nehmen uns mal die Dinger mit. Ich habe jetzt hier irgendwie Prinzessin Peach und so Candy Princess freigeschaltet. Okay, sehr komisch. Was ist das hier? Oh! Oh Gott! Was war denn das da gerade?
Ah, Leute, ich habe den Rainbow Buddy. Okay, der sieht aber irgendwie ziemlich komisch aus, ne? Kann ich mich mal in den verwandeln? Hey! 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 Hey, hey, hey! Schnell weg! Ich kann mich nicht mehr ducken, ich kann mich nicht mehr ducken! Jetzt kommt mir das Viech echt hinterhergelaufen. Okay, okay. Okay. Cool bleiben. Da ist was. Oh, ich habe irgendwas eingesammelt. Wow, ich bin direkt tot. Ich bin in irgendwas reingelaufen. Alter Schwede. Okay, Leute. Es war bis hierhin ja schon gar nicht mal so einfach. Guck dir diesen verdammten Ben hier an. Der nervt auch immer, ne? So, gehen wir hier rüber. So, dann da einmal durch. Wir müssen auf jeden Fall noch diese Transformation da drüben besorgen. Wir gehen hier rein und gucken mal. Jetzt geht das Ding nämlich außen rum. Weil es dumm ist, Leute. Und wir sneaken jetzt hier raus. Und holen uns ganz schnell die Verwandlung. Uff. Es war ultra knapp. Ich habe auf jeden Fall jetzt Dora freigeschaltet. Auch nicht schlecht. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Oh Gott, ich muss... Eigentlich muss ich das Ding da oben collecten. Aber okay. Ich kann hier wieder hochklettern. Sehr cool. Ja, das ist dann ja gar nicht mal so schlimm. Wir haben jetzt die Entität freigeschaltet. Okay, wir könnten... hier spielen. Na toll. Was soll ich dazu sagen? Aber... irgendwoher kennt... Oh Gott, oh Gott. Das ist der Typ hier aus, der Adventure-Typ da, ne? Okay, ich hab den Schlüssel, Bro. Ich muss da einmal ran. Geh mal weg hier. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf, Alter. Was geht hier? Ist ja nix. Da ist ein Bild. Ist ja gar nichts, Leute. Was ist das denn? Okay, also... Ah ja. Aha. Alright, also der Schlüssel hat original erstmal gar nichts gebracht. Ich würde dann mal fast tippen, dass wir wieder so ein bisschen zurückgehen. Wir haben irgendwie so Supergirls freigeschaltet, okay? Den kennt man! Den Froggy kennt man! Verzieh dich, Junge! Mach einen Abgang! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt mal das Ding hier einsammeln. Oh, wir haben eine Ente gefunden, Leute, nice! Komm, durch da, durch da. Ich nehme den Schlüssel mit. Das ist jetzt irgendwie so ein schwarzer Schlüssel. Was ist das? Game Pass? Ich will keinen Game Pass kaufen. Die drehen dir hier Spielepässe an. Und wir haben eine kleine Abkürzung gefunden. Aha. Und irgendwie noch so ein Handabdruck. Okay. Wir müssen uns jetzt erstmal auf die Socken machen. Oh Gott. Oh Gott. Boah, der hat wehgetan. Der hat so wehgetan, Alter. Nein. Nein, Hilfe. Ich steck fest, Leute. Ich steck fest. Oh, die Tür geht zu. Sehr gut. Oh, yo. Sag mal, warum geht denn immer diese komische andere Seite da auf? Okay. Wir haben jetzt den Frosch entdeckt. Und der Frosch ist weg. Er ist gerade gestorben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ist okay. Wir machen mal das Glas hier auf. Was ist da drin? Wir haben den Zeller jetzt bekommen. Okay, okay, okay. Den mein Leben da oben. Fast draufgegangen, ne? Uff. Also in der Tat wird es jetzt hier immer schwieriger. Wir haben jetzt hier tatsächlich Piggy als Gegner. Ich gehe jetzt hier mal hinten durch die Bude. Da ist nix. Ja, wir sammeln das mal ein. Okay. Da ist der Schlüssel. In diesem Bild drin. Immer alle Bilder anspringen, Leute. Lol. Lol, hier ist auch noch was drin. Okay. Was ist das? Superkit? Uff, Leute, was ist denn Superkit? Ich noch nie gesehen. Aber okay, wir haben ja auch noch so einen Abdruck. Ich weiß doch nicht, wofür der ist. Was soll hier drin sein? Verstehe ich nicht. Wow, Leute, wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Wurde ich gerade zu den zerstörten Backrooms teleportiert? Alter Schwede. Okay, ich weiß nicht, was da zu der Wand ist. Oh. Was war das, Mann? Ich glaube, das hat was mit diesem Portal hier oder so zu tun, ne? Nee, wir könnten auch einfach hier durchgehen. Nein, das ist... Oh nee, nicht wieder diese Truhen, Leute. Die waren so ultra ätzend. Die Truhen feiere ich ja gar nicht, ne? Oh, da vorne ist auf jeden Fall noch einer. Brauche eine Banane lediglich. Und was ist das da? Moin! Ich fasse das Ding mal lieber nicht an. Wir nehmen vielleicht den Fahrstuhl hier, den kenne ich noch nicht. Es geht nach unten. Wow! Was ist denn das? Hä? Hallo? Hallo? Oh Gott. Hey, das ist das Todes-Teletubby-Ding.
Ich bleib hier lieber drin. Was? Ich hab den Telebuddy jetzt gekriegt. Okay, Leute, ich muss einmal gucken, wo der hier rumlungert. Ja, der Telebuddy will mich essen. Kommt hier auf jeden Fall noch nicht rüber, aber wir haben hier verglitschte Map-Gegenstände. Da vorne ist auf jeden Fall auch noch was. Das ist einfach so ein Glitch-Ding, ne? Wir kommen jetzt nicht mehr hoch wahrscheinlich. Okay, da muss ich mir das jetzt mal vielleicht... Ja, vielleicht hier so rum. Leute, habt ihr das gehört? Alter, was geht denn da ab? Ich bin jetzt hier irgendwo aufgetaucht und ich habe hier was schreien hören. Und alter Schwede, da vorne ist Labu. Ich bin doch nur der Blaue, ich bin nur der Blaue, ich bin nur der Blaue. Ich bin gleich da, ich bin... Oh Gott. Oh Gott, Labu ist da, ne? Alter Schwede, Leute. Labu, ich hab hier ein Brett, ich muss hier arbeiten. Tschüss. Kurz ausgewichen. Okay, wir ziehen jetzt durch. Ich hab das Brett installiert. Labu kommt. Über das Brett gelaufen. Hey, was kannst du zu mir laufen, Mann? Oh, nee, ne? Hä? Was ist das denn? Junge, was bist du denn für einer? Weg hier, ich will die Rainbow Friends sehen. Ich muss die Rainbow Friends retten. Oh Gott, da ist Mario drin. Wir haben jetzt irgendwie diesen Evil Mario. Hier sind nur verfluchte, verglitschte Kreaturen. Das ist doch widerlich, Leute. Okay. Okay. Was ist hier? Alright. Wir haben irgendwie so einen Teddy gefunden. Ich mach mich schnell aus dem Weg nach draußen. Los geht's, komm schon. Okay, okay, okay. Wir könnten hier hochgehen und vielleicht da... Nee, da können wir nichts machen, Leute, da können wir nichts machen. Wir machen uns dann mal wieder auf den Weg zurück. Nein! Oh, das Lama einfach gespawnt da gerade. Das war ja richtig lebensgefährlich. So, wir gehen jetzt hier durch. Vorsichtig, vorsichtig. Scheibe! Vorsichtig sein! Ja, ich weiß, man will sich auch immer so ein bisschen beeilen. Das ist aber auch nicht immer gut, Leute. Aber ja, was ist das hier? Braucht man da für die Hand? Braucht man hier für die Hand? Nee. Ey, das kann doch nicht sein, dass er für alles diese komische Hand braucht. Was ist das denn hier? Okay, ich gucke erst mal. Wir haben Fox-Echse bekommen. Dann gehen wir mal da rein. Und ich kletter mal hier hoch. Wir bleiben hier und wir machen den Entspannten. Okay, ist die Frage, wie wir da hochkommen. Ah, von hier. Wir haben Flamingo gekriegt, Leute. Sehr gut. Auch den haben wir. Das ist Orange. Wir haben den Rainbow Orange gefunden. Nice. Sehr geil. Okay, okay. Wir nehmen das Ding hier mal mit. Okay. Steven haben wir auch genommen. Jetzt ist die Frage, was ist das da unten, ne? Wir können... Nein! Da reinspringen. Oh. Wir haben so ein Tape. Können wir das Tape jetzt da reinpacken? Was passiert da? Hä? Ist das Amanda? Alter, was geht denn jetzt ab? Einfach das... Die Tür hat sich geöffnet, stand da. Was für eine Tür? Was denn für eine Tür? Spring da nicht rein. Steht da. Nicht springen. Nicht springen? Na, ich weiß ja nicht, Leute. Also ich weiß nicht, aber... Okay, ganz ehrlich, ich glaube, ich springe da doch rein. Ich habe jetzt den Supergreif freigeschaltet. Okay, wir sollten es doch lieber lassen. Das hat auf jeden Fall richtig wehgetan, aber ist bisher alles noch in Ordnung. Ja. Komm da so einfach nicht durch. Wie zur Hölle macht man das? Ich muss jetzt tatsächlich mal kurz gucken, wenn wir von hier gehen und dann von der anderen Seite vielleicht reinspringen, von hier so. Ah, das könnte so ähnlich klappen. Ich habe noch einen anderen Plan. Vielleicht, wenn man... Jawohl, genau so macht. Und wir haben jetzt den Blue Cat Friend bekommen. Auch nicht schlecht. Wir gehen nochmal hier hin. Da kann man eventuell noch eine Tür aufmachen. Wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Menge Rainbow Friends entdeckt. Hier ist ein Test, den wir... zu Ende machen sollen. 9 plus 10 sind 19. 5 durch 15 sind 3. Und 9 minus 9 mal 10, Punkt vor Strich, Leute, also 90. 9 minus 90 sind minus 81. 81? Okay, das hat keinen Sinn ergeben, Leute. Normalerweise, also die Aufgabe war leicht komisch, aber ist okay. Ich will mich jetzt hier nicht beschweren, ne? Ehrlich nicht. So, was haben wir da?
Das ist irgendwie so ein blauer Teddy-Typ. Und ich muss jetzt einmal ganz schnell das Ding hier einsammeln, bevor der mich hier auf der rechten Seite erwischt. Wen haben wir da denn? Das ist wieder eine Entität oder so, ne? So, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Moinas, moinas. Gehen einmal hier durch. Er hat uns auf jeden Fall erwischt, aber... Jawohl, wir können die Tür doch aufschließen und das Ding hier auch gleich mitnehmen. Uff, das war Blue Cat. Wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Voll interessant. Also, hier sind auf jeden Fall eine ganze Menge verschiedener Verwandlungen. Wir kommen hier nun jetzt nicht ganz raus. Warte mal. Vielleicht, wenn ich sage... Rainbow Friends! Hey, wo bin ich? Was ist das denn hier? Krass. Da ist ein Theater? Leute, was ist das denn? Wo bin ich? Ich habe die Ente freigeschaltet, okay? Freunde, bin ich hier in der Rainbow Friends Theaterbranche oder was geht hier ab? Was ist das da hinten, Leute? Hallo. Hier ist ein Geheimgang. Lauf, lauf. Was hat das zu bedeuten? Wir move mal das Ding hier weg. Okay, Leute. Wir können uns tatsächlich irgendwie rausarbeiten. Da hinten ist aber auch noch was. Wir bleiben hier und gucken erstmal diese Räumlichkeit an. Wir müssen uns nämlich den Schlüssel besorgen. Da hinten ist ein Schacht. Und in den Schacht gehen wir erstmal rein. Und hier nehmen wir das Ding mit. Okay. Wir haben den Rainbow Buddy freigeschaltet, diesen lilanen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht verkehrt. Hier geht eine Tür auf. Was ist das denn hier? Lava, nicht reinspringen. Okay, ich nehme mal den Hammer mit. Und ich nehme das Ding hier mit. Dann haben wir nämlich gleich den Rainbow Buddy 3. Also ich weiß nicht, wer das sein soll. Aber ist okay. Wir haben jetzt den Hammer dabei. Leider den falschen Schlüssel, oder? Ja, ich würde fast sagen, wir haben den falschen Schlüssel mit. Gut, da gehen wir einfach mal da lang. Und ich springe mal hier runter. Was ist das? Ach du Heiliger. Oh, das tat weh, ne? Ich habe jetzt den Hammer zum Glasscheibe kaputt machen. Und... Oh mein Gott! Wir haben Blue Entity freigeschaltet. Ich bin gespannt. Wow! Wir haben noch einen bekommen, aber Blue Entity ist auf jeden Fall das absolute Mega-Monster. Leute, crazy! Ja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Denno out.